Hallo und herzlich willkommen zurück zu Starbound. Und ich habe mich jetzt mal durch den Berg gegraben und wir sind einmal um den Berg rumgelaufen. Glückwunsch! Wir haben es einmal umrundet. Sind hier noch Kisten? Aber nein, hier ist eine Karotte. So. Die Frage ist jetzt mal, soll ich mal in so eine Höhle runtergehen? Ich meine, wir haben da hinten ja theoretisch schon angefangen. Also hier. Es wäre eigentlich voll okay, wenn wir jetzt mal so eine kleine Höhlentour anfangen würden. Wir haben so viel Scheiß noch im Inventar, ne? Können wir das überhaupt noch mitnehmen? Achso, das stort sich hier vorne, ne? Oder? Ne, es stort sich hier. Ne, ne? Ne, hier werden die Sachen gestort. 18 Copper, oh, ja, okay. Ne, dann würde ich nämlich hier runtergehen. Hier war nicht sehr viel. Ich will mich jetzt nicht durch den ganzen komischen Stein da buddeln. Oh ne, ich will auch gar nicht hier, oder? Soll ich mich im Schneegebiet runterbuddeln? Hier hinten zum Beispiel? Ich meine, es wäre möglich, ne? Weil hier geht es echt extrem weit noch runter. Ach, das ist Copper im Background, Alter. Okay. Ich meine, wir könnten auch auf einen anderen Planeten gehen. Mal vielleicht einen anderen Weg einschlagen. Ich weiß nicht, was am besten wäre. Vielleicht sollten wir auch zu der Höhle gehen, wo da hinten diese Lady war. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Ist das Tungsten? Ja, ne? Tungsten, oh ja. Daraus wird unsere neue Sache bestehen, ne? Okay, hier geht's einfach mal ultra weit nach unten. Geht's auch nicht wirklich weiter. Flammenwerfer ist echt geil. Ah. Oh Gott. Nee, schafft er nicht. Der Alpaka. Das Alpaka-Gaswesen. Okay. Oh, guck mal, ja, wie süß. Alter, guck dir das mal an. Guck dir das mal an. Oh, wie süß. Ich war das nicht. Das war ich nicht. Hä? Hier wäre noch was. Schneebälle hat er gedroppt. Ernsthaft? Das war voll süß, das Vieh. Nee, ich will zu dem einen Viech kommen. Hier war das.
Ja, genau hier. I do not care what you look like, as long as you're stronger with your heart. So. Aber was macht die? Was, also wofür ist die da? Ich kann die nicht angreifen, aber... Ich habe keine Fackeln mehr. Nova Kid Flag. Copper Bar und Woven Fabric. Torch. Ich craft mir mal 30. So. Haben wir davon? Ja. Am besten machen wir noch mal 10 oder so. Ich glaube, wir können es gebrauchen, ne? Komm, noch mal 10. Wir werden es sowas von gebrauchen können, alles. Ah, komm, noch mal 10. Weil wir es können. So. 248, das dürfte jetzt reichen. So, da, die Fackeln kommen natürlich da oben hin. Kann ich die eigentlich auch hier rein tun? Nein, die müssen in dem Dings hier bleiben. Okay. Hier ist alles zugemüllt, ne? Aber egal. Okay, hier ist nix. Ernsthaft, hier geht's nicht weiter. Also außer hier halt in den Schnee rein. Kann sich übrigens auch sehr schön Licht schaffen mit der, wenn man den Hintergrund wegmacht. Merke ich gerade. Ja noch im Berg drin, ne? Hier ist nix. Hier wäre natürlich angenehm zu graben, weil da normale Erde ist. Ein Copper, geil. Oh nein, es wird wieder dunkel. Hey. Das war's? Okay. Dann will ich tatsächlich nach da hinten gehen, oder? Weil hier bringt mir das jetzt nicht wirklich was. Ich würde lieber da hinten in der normalen Erde buddeln. Ja, oder Slush wegmachen. Alles klar. Ja, jetzt fängt es langsam an mit der Höhlenmucke.
Jetzt kommt dieses Dröhnen. Ja. Da kommt dieses Dröhnen. Das Dröhnen sagt, dass wir in der Höhle sind. Wo wir auch direkt eine Kiste finden. Mit einem Manipulator-Modul. Oh, da ist noch eins. Ohne die, den Flamethrower hätte ich es nicht gesehen, ne? Das Cobblestone? Ich dachte, das wäre Erde hier. You obtain an augment. These models can provide a wide range of benefits. There's an EEP with a right click. Oh, okay. Was ist das hier? Healing 1 augment. It slowly restores your health over time. Ja? Ja, wo war ich das? Equip to EPP with right click. Right click? Ja, mache ich, aber ich kann nichts machen. Ich weiß nicht, was EPP ist, aber es ist bestimmt wichtig. So viel Scheiß hier drin, ne? Das ist alles Schmutz gefühlt. Haben wir noch was zum Food? Carrots. Ja. So. Ich weiß nicht, ob wir das Copper... Oh Gott, Alter. Ob wir das Copper auch brauchen. Ich glaube, da hinten sehe ich noch Tanks. Da. Oh Gott. Ja. Ah, ist noch Tankstelle. Ich weiß nicht, ob ich da runter will. Ich weiß gar nicht, ob ich hier oben lang soll oder lieber da unten. Ich glaube lieber unten, ne? Lieber unten. Ach, hier war so ein altes Haus. Oh, der hat was gedroppt.
Venom Sample. Noch ein Venom Sample. Oh, hier ist noch eine Kiste. Hier ist noch eine Kiste mit einem Tech-Card. Nehme ich doch gerne mit. Der Hintergrund wird so grün. Alter, was ist das denn? Ist das Silver Ore? Schade. Kein Tungsten. Hier kommt man wieder ins Mountain. Ja, nee. Da gehe ich gar nicht erst rein. Wait, was bist du? Eisen, ne? Ist alles Eisen, oder? Ich sehe das nicht richtig. Nee, ist Kohle. Wow. Ich dachte, man könnte da la... Hä? License Class. Ja, schön. Ciao. Es war so klar, dass wir sterben. Wie viele Pixels habe ich verloren? Ja, okay. Wir haben noch 4500, aber es trotzdem tut's weh. 30% haben wir verloren, ne? Und das Schlimme ist ja auch, wenn wir den Scheiß verlieren, haben wir auch keine Bandages mehr. Das heißt, ich würde gerne jegliche Kämpfe vermeiden. So. Erstmal brauchen wir wieder neues Heilungszeug. Mach ich mal ganz kurz in dieser Höhle. Wenn ich mir dann die 15 Salven machen, das ist schon mal gut. So. Aber wir kommen ja easy zurück eigentlich. Natürlich. Hey.
So. Muss ich zur Seite? Hier muss ich runter, ne? Tun wir mal ein paar noch mit. Genau, ich bin gewechselt. Nee. Ja, natürlich. Hier bin ich runter. Yes. So, da sind schon mal die zwei Scheißviecher. Alter, sind da viele. Ist das da, wo ich gestorben bin? Nee. Ich bin hier lang gegangen, auf jeden Fall. Ist nur wo lang. Das war die erste Kiste. Oder ne, bin ich hier reingegangen? Das war die erste Kiste, oder? Hier runter auf gar keinen Fall. Also entweder geht's hier lang. Ja, da ist es. Oh, aber erstmal die Ressourcen noch hier abklopfen. Also echt blöd. Ich habe gedacht, da wäre der Boden. Und hab's halt nicht kommen sehen, dass das da so tief runter geht. Ich bin genau auf einer Kiste gestorben, ernsthaft. Aha. Naja. Hat ja auch was Gutes, jetzt habe ich wenigstens keinen Hunger mehr. Oh, Tungsten. Können wir eigentlich mittlerweile upgraden? 10 von 12, nee. Was bist du eigentlich? Kohle? Ja. Mach mal kurz Licht. Okay, da geht's. Was bist du? Bist du Kopper? Ja, okay. Ich nehme es trotzdem mal mit. Mushroom. Ih, hier ist so eine Pilzschicht. Na cool, ja. Da sind auch viele Ressourcen. Silver Ore. Im Pilz ist einfach ein Silver Ore drin, ja, natürlich. Und Tungsten Ore natürlich. Da geht's irgendwie weiter. Mach den Weg mal frei hier. Cobblestone wieder.
Okay, hier geht's nicht weiter. Ich dachte... Hä? Warum kann ich hier nicht raus? Okay. Schade. Hey, wait. Da ist noch ein bisschen Eisen. Ich weiß nicht, ob wir die Kohle wirklich mitnehmen sollten. Goldohr! Hey! Matschig ist auch geil. Weil die gefühlt nur einen Block, also eine Sekunde brauchen, um abgebaut zu werden. Silber. Da ist ein Tungstenohr. Ah ja, schön. Ich habe echt Spaß. Also, das ist geil, nach, weil wenn man das alles quasi schon kennt, sage ich mal, oder beziehungsweise eigentlich noch nicht wirklich kennt, aber durch die Let's Plays halt schon so ein bisschen gelernt hat, ist es halt geil, das auch nochmal selber zu spielen. So, hier ist natürlich wieder Tankstelle. So, okay. Oh. Ist es eine Ocarina? Oh, es ist eine Ocarina! Das Problem ist, wir können nichts mehr mitnehmen, ne? Weil wir so voll sind mit dem ganzen Scheiß. Ja. Ruin, Ruin. Das können wir eigentlich wegschmeißen. Die Wall Clock will ich halten. Diese geilen Lampen auf jeden Fall. Das Woodbed. Sitting Lock sieht eigentlich ganz cool aus. Deswegen würde ich gerne behalten. Cash Register, die Saplings auf jeden Fall. Ja, Stone Chest, ja. Muss man nicht unbedingt behalten. Den Trash Can weiß ich noch nicht. Small Wooden Crate sieht auch cool aus. Workshop Table, ja. Medieval Bucket. Wooden Crate, ja. Mushroom. Aber wir sind halt in der Pilzschicht, ne? Da haben wir natürlich auch Mushrooms, die wir vielleicht essen können. Und hier ist, glaube ich, Gold, ne? Jo. Dann gib mir mal bitte ein bisschen Material, damit ich mich hochbausen kann. Hier. Ah, eine Silver Ore, da, der war wichtig. Schön die Ressources. Oh, hier ist ganz viel. Hier ist ganz viel schönes Tungsten. Das Auto leer ist, muss man es auch tanken. Der war schlecht. Bing, 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 bing.
Gravelschicht soll ja geil sein, aber okay, hier ist jetzt nichts. Nichts wirklich gewesen. Aha. Tungsten hier. Mach mal hier das frei. Oh, da ist irgend so ein Viech. Okay, da ist nichts. Gehe ich nicht weiter da unten hin. Oh, da ist noch ganz viel Eisen, habe ich gesehen. Komm hier. Habe ich gerade erst gesehen. Könnten wir uns eigentlich auch hier durchbringen. So. Okay, dann geht's hier weiter. Aber wir bleiben irgendwie, wir kommen nicht weiter runter, ne? Ich würde gerne weiter runter halt. Kann man diese Mushrooms eigentlich essen? Okay, hier geht's weiter runter. Aha. Sehr schön. Ressourcentechnisch findet man hier relativ viel Verschiedenes, ne? Da ist noch Tungsten. So. Auch noch Tungsten. Viel wir davon brauchen. Ich weiß nur, dass wir Tungsten halt brauchen, um den Mesh zu upgraden. Gefühlt alles, was wir brauchen. Da oben ist ein Pilzchest. Boah, da ist ganz viele Ressourcen. Ein Shroom Table und eine Shroom Chest und ein Ratchet Cape. Ist das wie hier? Ja. Geil. Sieht aus wie ein Pokémon Ball, diese Kiste. Ey, die Kiste will ich haben. Hallo? Jo, was schmeißen wir denn weg dafür? Small Wooden Crate. Ach, wieder Hunger. Ja. Habe ich gerade vergiftetes Fleisch gegessen? Pilze kann ich nicht essen. Wie viel zieht das denn ab?
mega viel ab. Silver hier noch. Ja, und danach würde ich auch die Folge, also das beenden. Dann gucke ich mal vielleicht, dass ich dann wirklich was offscreen mache. So ein bisschen Ressourcenfarm. Sowas, was ich jetzt gerade hier mache. Neue Sachen werden wir natürlich immer in der Folge machen, ne? Aber so alles, was wir bisher gemacht haben, das kann ich auch quasi offscreen machen. Oh. Eine Kiesschicht. Oh mein Gott. Jo. Alles klar. Kiesschicht. Boah, das ganze Tanken. Oh. Aber okay, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.